Der zweite Teil der Fila-Sneaker, die wir uns sehr selten anschauen und ein Budget-Sneaker ist, ist der Retronik. Freunde, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Ah ja, oh, ich habe ja schon im letzten Sneaker-Video angekündigt, dass ich hier auf mein Instagram, wegen meinem Instagram, nicht wegen dem Kanal, hier Sneaker geschenkt bekommen habe von Fila, die ich 6-7 Monate jetzt hier rumliegen lassen habe. Da war sogar noch die Karte drin, lustigerweise. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Bei dem anderen Sneaker war ich ja mega positiv überrascht. Wunderschöner Schuh. Jetzt haben wir hier den Retronik. Der Name sagt schon, was wir hier bekommen. Wir haben hier einen eher retro geschnittenen Sneaker, der eine Silhouette aus den 90ern, Anfang 2000ern hat. Finde ich nicht verkehrt. Obwohl, könnte schon sogar ein bisschen tiefer in die Zeit gehen, ne? Vom Look her. Wir schauen uns mal kurz die Details. Außensohle, clean, nice, finde ich schön, wunderschön, geile Farbe. Dann haben wir die Mittelsohle, hier auch in Farben abgetrennt, hier vorne komischerweise nicht. Das wäre zu viel gewesen. Dann haben wir hier das Außenmaterial. Ist das Nylon? Fühlt sich für mich wie Nylon an. Es ist auf jeden Fall kein Leder. Wir haben hier den Streifen aus Leder. Wir haben hier um die Ferse Rauledereinsätze in zwei verschiedenen Farben. Das Ganze zeige ich euch mal hier. Und ich glaube, das Nylon bekommt ihr gar nicht rüber auf Kamera, aber das müsste Nylon-Material sein, hundertprozentig. Dann haben wir nochmal Leder hier, um die Verstärkung der Schnürung nochmal zu gewährleisten. Wir haben hier eine Zunge, die mit Außennähten, mit Overlock bzw. mit Nähten verstärkt wurde. Wir haben hier das Fila-Logo, was ich sehr dezent finde. Hätte ich mir beim anderen Sneaker auch genauso gewünscht. So kleines dezentes Logo, so wie hier, erreicht. Wir kennen viele Sneaker von Puma, wir kennen viele Sneaker von Nike, die so eine Silhouette auf den Markt bieten. Ist jetzt die Frage, ist das der bessere, ist das auf jeden Fall vielleicht der günstigere? Das auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Wir sind hier auf dem Budget-Sneaker-Format. Ich frage mich nur, braucht man das? Gibt es nicht schon genug davon? Wird er jetzt der ultimative sein, wo man sagt, ich brauche die andere nicht mehr? Schwierig. Es gibt genauso schöne Silhouetten von Nike, von Puma, von Adidas, allen drum dran, Reebok, was weiß ich wen noch. Ich finde ihn aber nicht verkehrt. Also wenn man sagt, ich will jetzt was haben, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt und nicht immer Nike, Adidas ist, dann ist man vielleicht hier richtig, weil es ist wirklich ein Hingucker. Er kostet nicht viel Geld. Ich finde ihn echt nice. Also das habe ich beim anderen Sneaker gar nicht erwähnt. Verarbeitung und Qualität hätte ich nicht erwartet von Fila. Außerordentlich gut, und wir haben schon manchmal ein paar Fauxpas hier gehabt auf dem Kanal mit Markensneakern, die nicht auf dem Markt hätten sein dürfen. Sagen wir es mal besser so. Und das hier ist, von vorne bis hinten sehe ich nicht einen Fehler. Sehr nice verarbeitet, sehr schön gemacht. Ich will euch das Ganze jetzt auch mal on feed zeigen. Verdient er seinen Platz, gerade mit dieser Ecke hier unten. Wie das on feed ausschaut, ob es gut ausschaut, schlecht ausschaut, finden wir jetzt raus, Freunde. Los geht's. Ich bin jetzt in dem Retro-Sneaker drin. Finde ich gut. Ich zeige euch mal, was ich erstmal sehe. Ne? Die Silhouette eher spitz. Ja, erinnert wirklich an diese Retro-Sneaker. Ne? Ist er auch gewollt. Er hat auch so ein bisschen seinen Namen davon. Ich zeige euch das Ganze mal in 360 Grad, dass ihr seht, was ich sehe. Und ich muss sagen, fühlt sich gut an. Ist nicht zu weich, ist aber auch nicht zu hart. Also wie so ein alter Schuh. Also ist eine gute Kombination aus beiden. Also man könnte einen guten Tag damit verbringen. Aber ich würde jetzt nicht den ganzen Tag so stehen wollen, weil so weich ist er dann wiederum auch nicht. Also insgesamt guter Schuh, der sich gut anfühlt. Sehr, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ne? Super hochwertig verarbeitet, also überraschend hochwertig verarbeitet. Sehr guten Job gemacht hier. Könnte sich schon mal der eine oder andere eine Scheibe davon abschneiden. Ne? Sehr gelungen. Farbkombination finde ich auch okay mit dem Blau-Rot. Erinnert so ein bisschen an die Adidas NMDs von damals, falls ihr euch erinnert. Finde ich schön, gut. Was soll man noch zu den Schuhen sagen? Wenn man nicht zu viel Geld ausgeben will, einen Schuh anziehen will, der ja, vermutlich kaum jemand hat, ist man hier richtig. Und die haben echt einen guten Job gemacht. Fila, ich bin gespannt, was in Zukunft noch von euch kommt. Das ist schon mal echt ein guter Schritt in die richtige Richtung.